Der 32-jährige Familienvater will noch einmal versuchen, mit seiner Frau zu sprechen. Ich will doch nur kurz mit dir reden. Lass mich wenigstens die Kinder sehen, das ist mein gutes Recht. Die sind nicht da. Bitte, Katrin. Ich will doch nur wirklich ganz kurz mit dir reden. 5 Minuten, dann gehe ich freiwillig. Oder willst du, dass die Nachbarn alles mitbekommen? Jetzt nimm den Fuß aus der Tür. Nimm ihn aus der Tür. Fünf Minuten. Danke. Wahnsinn, das mit dem Löwe. Das hätte doch keiner gedacht. Ich bin immer noch total geschockt. Darf's eigentlich nicht erzählen, aber die Polizei hat K.O.-Tropfen im Schreibtisch vom Löwe gefunden. Krass. Du kennst ihn doch schon länger, oder? Ja, wir sind alte Kollegen, also schon in meiner alten Firma. Ich habe den Hendrik doch damals empfohlen, als hier die Stelle im Marketing frei wurde. Aber nicht, dass das jetzt auf dich zurückfällt. Glaube ich nicht. Aber dass der hinter jedem Rock her ist, war ja schon länger bekannt. Ja schon, aber das hätte ich ihm echt nicht zugetraut. Ach, Herr Peters, ich suche Sie schon überall. Herr Löwe wird ja sobald nicht wieder zurückkommen, deshalb übernehmen Sie jetzt seinen Posten, ja? Okay, gut. Sie haben eine Woche Zeit, sich einzuarbeiten, dann fliegen Sie nach Hamburg. Schauen Sie nachher noch bei mir im Büro vorbei, ja? Ja, klar. Das ist ein Leid. Gratuliere. Danke. Hör mal zu, ich habe heute mit meinem Anwalt geredet. Diana, Frau Hauser, wurden K.O.-Tropfen verabreicht. Sie war total ausgenockt, als man sie angeblich vergewaltigt hat. Und das ist jetzt eine gute Nachricht? Ja, sag mal, verstehst du denn nicht? Die hat von der Vergewaltigung gar nichts mitbekommen. Das hätte jeder gewesen sein können. Ja, jeder, der den Autoschlüssel hat. Auch dafür muss es eine Erklärung geben, Katrin. Keine Ahnung, vielleicht wurde der Autoschlüssel geklaut. Ich habe damit nachgemacht, ich weiß es nicht. Wichtig ist jetzt erstmal, dass du zu mir stehst. Ich brauche deine Unterstützung, Katrin. Denkst du eigentlich, ich merke nicht, wie du andere Frauen angaffst? Selbst mein Chef steht noch zu mir. Ich bekomme weiterhin meinen Lohn. Wieso bekomme ich nicht von dir dasselbe Vertrauen? Ja, ich habe hin und wieder anderen Frauen hinterhergeschaut. Aber betrogen habe ich dich nie. Guten Tag, Kommissar Hartmann, Kollege Weber. Herr Löwe, wir müssen Sie bitten, mit auf die Dienststelle zu kommen. Was? Wieso das denn? Wir haben einen Haftbefehl wegen Vergewaltigung, schwerer Körperverletzung und den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Wir haben ein Fläschchen Liquid Ecstasy in Ihrem Schreibtisch gefunden. Was? Das kann gar nicht sein! Ich habe damit nichts zu tun! Löwe, machen Sie es nicht schwerer, als es ist. Katrin, besser glauben Sie, ich war das nicht. Verdammt nochmal, ich weiß nicht, wie diese Flasche in meinen Schreibtisch gekommen ist. Ja, und überhaupt hätte da jeder diese Flasche in die Schublade legen können. Die war ja nicht mal abgesperrt. Da will mir jemand etwas anhängen. Und gibt's irgendwelche Beweise im Auto? Wir haben einige Faserspuren sichern können. Die befinden sich momentan noch in der Kriminaltechnik. Das sind die Gegenstände, die wir gefunden haben. Moment mal. Der Knopf, der gehört mir nicht. Das ist nicht meiner. Der gehört mir nicht. Sind Sie sicher? Ich wüsste nicht, von welchem meiner Jacken der sein soll. Naja, ich kenne auch nicht alle meine Knöpfe. Auf jeden Fall bleiben Sie erst einmal hier. Naja, solange das Haftbefehl eröffnet wird. Keine Sorge, ich tue alles dafür, dass Sie nicht in Untersuchungshaft landen. Guten Tag. Ja? Sie sind der Anwalt von Henrik Löwe, richtig? Ja, was kann ich für Sie tun? Ich bin eine Kollegin von Henrik und das, was ihm da vorgeworfen wird, das kann nicht richtig sein. Haben Sie irgendwas beobachtet? Nein. Sie müssen schweigen, ja? Also,
Das kann ich Ihnen jetzt nicht versprechen, weil wenn das irgendwas wäre, was dem Herrn Löwe hilft, kann ich das auf gar keinen Fall. Also das müssen Sie sich selbst überlegen, ob Sie sich mir anvertrauen wollen oder nicht. Also, vor 3 Jahren ist mir das Gleiche passiert. Was? Sie sind vergewaltigt worden? Auch auf einer Betriebsfeier und ich habe keinen Schluck Alkohol getrunken. Aber plötzlich war ich ganz ausgenockt und da hat mir jemand was in die Cola getan. Ich bin ganz sicher. Ja, hat das nicht der Arzt festgestellt? Ich war nicht beim Arzt und ich habe auch keine Anzeige erstattet. Das hätten Sie aber mal tun sollen. Aber ich habe mich so geschämt. Wo sind Sie denn aufgewacht? Im Auto und ich war unbekleidet. Und vermutlich auch noch am nächsten Morgen, oder? Ja, wie Jana. Wissen Sie, wer das vielleicht gewesen sein könnte? Nein. Und hören Sie, ich habe das lange hinter mir gelassen. Ich möchte nur, dass Sie wissen, dass Henrik Löwe es nicht gewesen sein kann. Ja, aber was macht Sie da so sicher? Ich meine, Sie haben doch gerade gesagt, Sie können sich ja nichts mehr erinnern. Er kann es nicht gewesen sein. Vor 3 Jahren war er ja noch gar nicht in der Firma. Ach, das ist ja interessant. Wir müssen unbedingt zur Polizei gehen mit dieser Aussage. Das ist ewig her. Das glaubt eh keiner mehr. Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Außerdem, Sie wollen doch dem Herrn Löwe helfen. Er ist auf Sie angewiesen. Ich überleg's mir. Wie heißen Sie denn überhaupt? Dass es bereits im Vorfeld eine vergleichbare Vergewaltigung gegeben haben soll, das ändert natürlich einiges. Tja, und ich halte die Dame auch für völlig glaubwürdig. Warum soll sie mich anlügen? Ja, und seit dem Fund des GHB hat sich die Beweislage für meinen Mandanten ja erheblich verschlechtert. Das heißt, ich muss jeder Spur nachgehen. Ich kann die Dame zwar nicht zu einer Anzeige zwingen, aber vielleicht schränkt er diese Information den Kreis der möglichen Tatverdächtigen erheblich ein. Ich werde jetzt gleich noch mal zum Chef meines Mandanten fahren. Vielleicht finde ich was heraus. Die Dame hat Ihnen nicht gesagt, wie sie heißt? Leider nein. Wie sah sie denn aus? Groß, blonde, lange Haare, Nasenpiercing. Sehr gut aussehen eigentlich. Das könnte Frau Bruck sein. Arbeitet in der Forschungsabteilung. Könnte denn Frau Bruck irgendeinen Grund haben, meinen Mandanten decken zu wollen? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich scheine einiges hier nicht mitzubekommen. Aber falls Frau Bruck die Wahrheit sagt, dann müsste es ein Mitarbeiter gewesen sein, der vor 3 Jahren hier schon mal gearbeitet hat. Ja, aber muss es denn unbedingt ein Mitarbeiter gewesen sein? Die Taten ereigneten sich alle auf Betriebsfeiern. Ich meine, Außenstehender wäre doch da aufgefallen. Stimmt. Der wäre gar nicht erst reingekommen. Haben Sie denn irgendeinen Verdacht, wer es gewesen sein könnte? Gab es denn irgendwelche Belästigungen im Vorfeld, irgendwelche sexuellen Übergriffe? Nein, da fällt mir leider gar nichts ein. Ja, ich habe eine Idee. Können Sie mir einen Gefallen tun? Wenn ich kann, gern. Können Sie mir eine Liste erstellen mit den Namen aller männlichen Mitarbeiter, die hier in der Firma vor 3 Jahren gearbeitet haben? Wenn Sie mir bis morgen Zeit geben, dann mache ich das gern für Sie. Mensch, das wäre super. Hallo, Jana. Hi. Tut mir leid, was dir passiert ist. Kannst du ja nichts für. Indirekt vielleicht schon. Wie meinst du denn das? Also, Jana, ich sag dir jetzt was, was ich auch schon dem Anwalt von Henrik gesagt habe. Aber du musst es erstmal für dich behalten, okay? Versprochen. Also, vor 3 Jahren ist mir das Gleiche passiert wie dir, auch auf einer Betriebsfeier. Nicht wirklich, oder? Mir hat jemand was ins Getränk getan und am nächsten Morgen bin ich nackt in meinem Auto aufgewacht. Und ich habe so ein schlechtes Gewissen. Weil wenn ich es damals zur Anzeige gebracht hätte, dann hätten sie das Schwein vielleicht gleich gefasst. Mein Gott. Aber Jana, ich hole das jetzt nach. Ich wollte es dir nur erst sagen, damit du es nicht über den Flurfunk erfährst. Hast du denn gar keine Ahnung, wer es war? Irgendein Verdacht? Also bei jedem Typen im Unternehmen denke ich, hier könnte es gewesen sein. Das macht mich ganz wahnsinnig. Ich bin auch auf keine Betriebsfeier mehr gewesen. Aber der Henrik, der war es nicht. Vor 3 Jahren war der noch gar nicht in der Firma. Was? Aber wer denn dann? Wer? Einen Anhaltspunkt gibt es. Und zwar hatte ich es
am nächsten Morgen, als ich aufgewacht war, so ein Abdruck wie ein S auf der Brust von einem Anhänger oder so. Und du hast nie herausgefunden, wem so eine Kette gehört? Nein, und wenn auch, ist doch kein Beweis. Also was soll ich machen? Ich muss dann mal weiter. Okay, mach's gut, danke. Und nochmal, es tut mir furchtbar leid. Der jungen Frau kommt ein schrecklicher Verdacht. Sie hat eine solche Kette, wie sie ihre Kollegin beschrieben hat, schon einmal gesehen. Hallo. Guten Tag. Hier habe ich die Liste für Sie mit den männlichen Mitarbeitern, die schon vor 3 Jahren für uns gearbeitet haben. 8 Namen. Ich habe die Firma ja auch erst vor 4 Jahren gegründet. Kai Sommer, warten Sie mal. Das ist doch der Freund von der Frau Hauser. Kennen Sie ihn? Ja, sagen wir mal so, wir hatten kurz das Vergnügen. Herr Sommer war von Anfang an dabei. Ein Mitarbeiter der ersten Stunde. Gut zu wissen. Vielen Dank auf jeden Fall. Gerne. Wenn Sie noch irgendwelche Hilfe brauchen, dann geben Sie einfach Bescheid. Danke Ihnen, ja? Frau Hauser, was machen Sie denn hier? Ich meine, Frauen, die sowas wie Sie erlebt haben, ziehen sich doch erstmal zurück. Ja, ich kann jetzt eigentlich einfach tatenlos zu Hause rumsitzen. Ja, gut. Die Arbeit lenkt mich ab und ich kann es besser verarbeiten. Ich wollte ohnehin mal mit Ihnen sprechen. Es gibt nämlich Hinweise darauf, dass es schon vor 3 Jahren hier eine Vergewaltigung gegeben haben soll. Ach, wirklich? Ja, sonderlich überrascht klingen Sie aber jetzt nicht. Ja, wer es einmal macht, der macht es auch 2-mal. Ja gut, aber das gilt ja für meinen Mandanten schon mal nicht. Denn vor 3 Jahren hat er hier gar nicht gearbeitet. Jetzt hat er erst vor 2 Jahren hier angefangen. Und wer soll es denn sonst gewesen sein? Na, Ihr Chef war so freundlich, mir eine Liste zu geben. Schauen Sie mal, mit Namen von Mitarbeitern, die vor 3 Jahren hier schon gearbeitet haben. Und zwar steht da auch ein gewisser Kai Sommer drauf. Das ist doch Ihr Freund, oder nicht? Mit dem wollte ich nämlich auch mal reden. Was? Warum? Naja, vielleicht hat er irgendwas mitbekommen. Oder was dachten Sie denn? Ach, nichts. Moment mal, Sie verheimlichen mir doch irgendwas. Nein, tue ich nicht. Jetzt lassen Sie mich damit doch mal in Ruhe. Also, Frau Hauser, ist doch ganz offensichtlich, Sie decken doch hier irgendjemanden. Also, das mit der 2. Vergewaltigung, das wusste ich, das hat Sandra mir erzählt. Ja, was hat das mit dem Kai Sommer zu tun? Ja, Sandra hatte damals wohl einen S-förmigen Abdruck auf der Brust. Und es stammt wohl von einem Kettenanhänger. Und sie geht davon aus, dass die Kette dem Vergewaltiger gehört. Ja, und weiter? Mann, Kai hat so eine! Ach so. Dann meinen Sie, dass Kai sie doch. Ach nein, natürlich nicht. Ja, Mann, das ist alles so verwirrend. Ja, aber dann soll ich ja doch mal mit ihm reden. Nein, bitte tun Sie es nicht. Ja, aber wollen Sie jetzt weiterhin im Zweifel leben? Ja, aber. Na gut, aber sagen Sie nicht, dass Sie es von mir wissen, nein, ja? Versprochen. Ich habe übrigens auch ein Foto dabei. Herr Sommer? Es gibt Neuigkeiten. Vielleicht wissen wir bald, wer Ihre Freundin vergewaltigt hat. Das wissen wir doch schon längst. Ah, nicht so schnell. Es gibt Hinweise darauf, dass es sich um einen Wiederholungstäter handelt. Es gab nämlich vor 3 Jahren schon einen ähnlichen Vorfall in Ihrem Betrieb. Tja, und da scheidet ja mein Mandant offensichtlich aus. Ja, da haben Sie sich ganz was Tolles ausgedacht, um diesen Dreckskerl auszuboxen. Haben Sie vielleicht gerüchteweise irgendwas mitbekommen damals? Nein, nie. Übrigens ein schönes Kettchen, was Sie da tragen. Darf ich ihn mal sehen? Bitte? Was? Na gut. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Es gibt Hinweise darauf, dass der wahre Täter eine ganz bestimmte Kette getragen hat. Und die sieht ein bisschen ähnlich aus. Wollen Sie mir jetzt die Scheiße anhängen? Ich will gar nichts. Ich will nur die Wahrheit herausfinden. Sie wollen doch nur diesen Dreckskerl decken. Gut, also mir müssen Sie die Kette natürlich nicht zeigen, aber vielleicht bald der Polizei. Im Übrigen habe ich auch schon Fotos gesehen, auf denen Sie diese Kette tragen. Okay, hier. Und das soll mich jetzt zu einem Vergewaltiger machen? Ja, natürlich nicht. Aber schon ein seltsamer Zufall, ne? Sie ausgerechnet so eine Kette tragen, dann auch noch vor 3 Jahren in dem Betrieb gearbeitet haben. Naja, aber die Kette, die habe ich ja erst seit einem halben Jahr. Wieso, woher? Von einem Kollegen. Ich habe sie bei ihm gesehen, fand sie ganz cool und dann hat er sie mir geschenkt. Mhm. Wie heißt dieser Kollege? Peters, Robert Peters. Das ist doch jetzt der Nachfolger von dem Löwe. So, und ich muss jetzt hier weiterarbeiten, also bitte. Also wenn das wirklich stimmt, dass die Kette von dem Robert Peters stammt, dann macht es den schon sehr verdächtig. Zumal er jetzt auch noch die Position von meinem Mandanten in der Firma bekleidet. Ich glaube, ich werde mir den mal vorknüpfen.
Ja, bitte? Ich bin Rechtsanwalt Stevens. Ich vertrete den Herrn Löwe. Naja, hoffentlich sind Sie Ihr Geld wert. Allzu gut schaut's ja nicht aus für den Herrn Löwe. Ja, wie ich sehe, haben Sie ja schon mal sein Büro übernommen, nicht wahr? Das hat mich selber total überrascht. Also, da habe ich nicht mit gerechnet. Der Löwe sagte mir, dass Sie ganz gut befreundet sind. Können Sie mir vielleicht ein paar Fragen beantworten? Naja, wir sind alte Kollegen. Also, wenn ich dem Henrik damit helfen kann, gerne. Sind die von der Betriebsfeier? Mhm. Können Sie noch mal ein Bild zurückmachen? Ja. Rechtsanwalt Stevens möchte kurz die Knöpfe der Jacke überprüfen, die Robert Peters bei der Betriebsfeier anhatte. Die Polizei hat ja einen Knopf im Auto gefunden. Aber leider hat Robert heute diese Jacke nicht dabei. Was wollen Sie denn nun genau wissen? Ich habe es herausgefunden. Ich würde das nur gern unter vier Augen mit Ihnen besprechen. Vielleicht unten gegenüber im Café in einer halben Stunde? Ich habe heute wirklich viel zu tun. Es dauert ja auch nicht lang. Ja, nur ganz kurz. Ja, also gut, meinetwegen. Super. Dann bis gleich, ja? Ah, Herr Peters, grüß Sie. Schön, dass es so schnell geklappt hat. Sagen Sie mal unter uns, wie gut kennen Sie denn den Herrn Löwe wirklich? Trauen Sie ihm eine solche Tat zu? Wem traut man sowas schon zu? Allerdings, ein Schürzenjäger war er schon immer. Und naja, wenn er getrunken hat, kann er schon sehr anzüglich werden. Aber wie war denn Ihr Verhältnis wirklich? Wir sind Freunde. Seit der Familie sehen wir uns zwar nicht mehr so oft wie früher, aber mindestens zweimal im Monat spielen wir zusammen Tennis. Und fahren Sie da auch manchmal zusammen in die Arbeit? Er nimmt mich manchmal mit, ich habe keinen eigenen Wagen. Und im Gegenzug fahre ich ihn schon mal mit seinem Wagen zum Flughafen. Mit seinem Auto fahren Sie da? Ja, ja. Ehrlich gesagt, ich würde jetzt gern weiterarbeiten. Aber Herr Peters, wir haben uns doch gerade das hingesetzt. Ich glaube, es war ein Fehler, mit Ihnen zu reden. Na gut. Ich kann Sie nicht zwingen, mit mir zu sprechen, Herr Peters. Aber sagen Sie mal, bevor Sie gehen, wollen Sie gar nicht wissen, was ich herausgefunden habe. Also gut. Ich bin ganz ohr. Ich krieg gerade einen Anruf rein. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da, ja? Stevens? Kommissar Hartmann? Ja, Rechtsanwalt Stevens hier. Ich bin mit dem Herrn Peters, der sagt Ihnen was, ne? Gegenüber von der Firma Grohlmann in einem Café. Und es gibt also dringende Anhaltspunkte dafür, dass der Herr Peters hinter den Vergewaltigungen steckt. Ja? Ja, fände ich nicht schlecht, wenn Sie vorbeikommen würden. Ja, Herr Peters, mein Mandant hat mir erzählt, dass er letztes Jahr des Öfteren und über mehrere Tage hinweg sein Auto bei Ihnen hat stehen lassen. Das habe ich auch nie geleugnet. Da hätten Sie also jederzeit die Möglichkeit gehabt, sich einen Autoschlüssel nachmachen zu lassen. Sie haben ja eine blühende Fantasie. Ach, wirklich? In dem Auto von meinem Mandanten hat man einen Knopf gefunden. Na und? Naja, wenn der mit Ihnen zusammen, wenn der mit Ihnen in Zusammenhang gebracht werden könnte, Ihnen fehlt nicht zufällig ein Knopf irgendwo. Ist Ihnen nicht gut? Nur ein bisschen schwindelig. Es sei denn, Sie wollen. Es sei denn, Sie wollen sich natürlich selbst stellen. Da helfe ich Ihnen natürlich gerne. Ja? Vielleicht brauche ich doch einen Arzt. Danke. Schichtwechsel, kann ich bitte bei Ihnen abkassieren? Hallo? Hey, hallo? Hallo? Oh nein. Ein Arzt, schnell! Too many friends, too many people that I'll never meet and I'll never be there for. I'll never be there for.
Und Sie haben gesehen, wie Peters Ihnen K.O.-Tropfen in den Kaffee gekippt hat? Natürlich nicht, aber wer soll es denn sonst gewesen sein? Ich bin urplötzlich ohnmächtig geworden, tja, und dann bin ich im Krankenhaus wieder aufgewacht. Warum soll er das getan haben? Na, das kann ich Ihnen sagen. Weil ich den Herrn Peters mit Indizien konfrontiert habe, die ihn als Täter von der Vergewaltigung der Frau Hauser und einer weiteren Person ausweisen. Ja, vielleicht hätte ich auch die Karten nicht so offen auf den Tisch legen sollen. Ich habe ja nicht ahnen können, dass er mich gleich ausnocken will. Aber ich sage Ihnen mal was. Der wollte nur Zeit schinden, um Beweise vernichten zu können. Deswegen ist auch höchste Eile geboten. Wir müssen da handeln, wenn es nicht schon zu spät ist. Gut, dann lasse ich Peters zur Fahndung ausschreiben, beantrage einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung und Ihr Blut lassen wir auch gleich untersuchen. Okay. Herr Peters? Ja? Kommissar Hartmann, Kollege Weber. Sie sind vorläufig festgenommen. Außerdem haben wir noch einen Durchsuchungsbeschluss für Ihre Wohnung. Und darf ich fragen, wieso? Sie werden beschuldigt, zwei Kolleginnen betäubt und vergewaltigt zu haben. Außerdem wirft Ihnen ein Anwalt vor, dass Sie ihn unter Droge gesetzt haben. Ich kann mir schon denken, wer das ist. Das ist der Anwalt von Herrn Löwe, nicht wahr? Der versucht echt alles, um seinen Mandanten frei zu bekommen. Jetzt will er sogar mir die Sache anhängen. Der kam mir in diesem Café gleich so komisch vor. Jetzt weiß ich auch, wieso. Sie wollen uns wohl nicht weismachen, dass er sich selber so Liquid Ecstasy eingeflößt hat. Na klar. Und diese angeblichen Beweise gegen mich, die sind frei erfunden. Ach ja, was befindet sich in Ihrem Kleidersack? Meine Jacke. Die muss dringend in die Reinigung. Hat auf der Betriebsfeier ein bisschen gelitten, wissen Sie? Das ist ja unfassbar, was Sie da erzählen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das wieder ein Schock für Sie sein muss. Sie sagen, Herr Peters hat Sie unter Drogen gesetzt, um die Beweise gegen ihn verschwinden zu lassen. Genau so ist es. Und wie es scheint, ist es ihm auch gelungen. Was ist bitte K.O.-Tropfen in Ihrer Tasse? Ja gut, also der Inhalt von der Tasse wird noch untersucht, kriminalistisch, mein Blut auch. Und dann hat man ja noch die Jacke beim Peters sichergestellt, da wird jetzt geguckt, ob der Knopf da irgendwie dazu passt. Ja, die Wohnung hat man auch noch durchsucht, aber ergebnislos. Das heißt, es steht Aussage gegen Aussage. Das heißt, wenn man nichts gegen ihn in der Hand hat, dann muss ich ihn weiter beschäftigen? Einen zweifachen Vergewaltiger? Na gut, Sie könnten Folgendes machen, Sie könnten eine Verdachtskündigung aussprechen. Das wäre eine Möglichkeit. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Die gehört Ihnen, die hatten Sie gestern vergessen. Ist ja nett, aber wie haben Sie mich denn hier gefunden? Wir sind ja hier gleich um die Ecke und wissen Sie, wir haben hier so viele Gäste aus der Firma. Ich wollte Sie ja eigentlich am Empfang zuerst abgeben, aber jetzt habe ich Sie gerade zufällig hier stehen sehen und deswegen dachte ich mir, gebe Sie ihn ja gleich persönlich. Also warum nicht? Das ist ja wirklich nett von Ihnen, aber meine ist das nicht? Warte mal. Das ist die Jacke von Peters. In der Eile hat der seine Jacke liegen lassen. Wenn dieser Schlüssel nun zu dem Auto seines Mandanten passt, dann wäre Peters überführt. Rechtsanwalt Stevens macht sich sofort auf den Weg zur Polizei. Dort ist der Wagen immer noch sichergestellt. Tja, dass der Knopf von Herrn Peters Jacke nachträglich angenäht wurde, das haben Ihre Kollegen ja schon erfolgreich herausgefunden. Ich bin mal gespannt, ob dieser Schlüssel jetzt auch noch passt. Wie kamen Sie eigentlich darauf, dass das ein Ersatzschlüssel ausgerechnet für Löws Auto ist? Naja, Herr Peters hatte mir erzählt, dass er gar kein Auto besitzt. Wozu braucht er dann einen Zündschlüssel, ne? Ich wusste es. Super. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Sie haben heute den Peters verhaftet. Den Robert? Tja, der hat meinen Autoschlüssel nachgemacht und wahrscheinlich war er neidisch auf meinen Job. Hätte ja auch fast geklappt. Lass uns nach Hause fahren. Die Frau ist nackt in deinem Auto aufgewacht. Verdammt nochmal, diese Schlampe lügt. Geh. Wichtig ist jetzt erstmal, dass du zu mir stehst. Ich brauche deine Unterstützung, Katrin. Denkst du eigentlich, ich merke nicht, wie du andere Frauen angaffst? Ich habe damit nichts zu tun. Nö, wir machen das nicht schwerer, als es ist. Katrin, bitte glaub mir, ich war das nicht. Katrin, ich komme nicht zurück zu dir. Mein Anwalt ist so nett und bringt mich gleich ins Hotel. Ich verstehe nicht. Ich suche mir eine eigene Wohnung. Aber warum? Die letzten Tage, und es war die schlimmste Krise meines Lebens. Und du hast nicht zu mir gestanden. Es sprach doch alles gegen dich.
Ich habe dir geschworen, dass ich es nicht war. Du hast mir nicht geglaubt und hast mich trotzdem vorverurteilt. Was ist unsere Ehe eigentlich wert, wenn du mir nicht vertraust? Du konntest die Ermittlungen nicht mal abwarten. Ich hoffe, du kannst mich verstehen. Auf Wiedersehen. Ja, Strafverfahren stellen für Beziehungen harte Belastungsproben dar. Vor allem, wenn es sich um Sexualdelikte handelt. Dabei muss man vor allem vor Vorurteilen gefeit sein. Denn die meisten werden eingestellt und 20% sind sogar gänzlich erfunden und erlogen. Ich bin froh, dass ich meinem Mandanten weiterhelfen konnte. Und was den Herrn Peters angeht, der darf sich auf eine saftige Freiheitsstrafe gefasst machen.